stehen wir im Schatten der Häuser. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Prophet. Juhu, herzlich willkommen. Mit dabei wieder der MC Dragon, heute mal kein Twitch-Stream. Hallo MC Dragon. Servus. Was ist das denn für ein hässlich riesiges Spinnennetz hier, ey? What the fuck? Das ist bestimmt von den Vulkanspinnen, die hier überall hausen. Wir holen uns mal wieder unsere Fortschrittsbelohnung ab hier, Login-Belohnung. Ja, ich werde es aber jetzt mal so machen. Wir haben ja jetzt nur noch so 10 Tage oder so, bis ich umziehe. Und dann weiß ich halt echt nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht mal genau, wie es mit dem Umzug weitergeht, weil ich da keine Informationen habe momentan. Blablabla, bla, bla. Ist auch unwichtig eigentlich. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal einzelne Folgen. Das heißt, ich werde jede Folge nach einer Viertel- bis 20-Minuten-Stunde abkürzen. Viertel- bis 20-Minuten-Stunde, wer kennt sie nicht. Werde ich die abmoderieren, wieder anmoderieren. Das kommt mir ein bisschen gelegener momentan. Weil ich nicht so viel, so große Aufnahmen mache momentan. Und das kommt bestimmt für euch auch ein bisschen cooler. Darum dachte ich mir, mache ich das jetzt in die letzten 10 Folgen mal so. User joined your channel. Warte, bei dir jetzt los. Ich? Ne, das war Leo. Büffelmagen brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Waren ja eigentlich Quests, ich jetzt? Ich habe die Quests gar nicht genommen. Ich muss mal kurz in den Optionen die Musiklautstärke anpassen. Ihr seid sehr berühmt, Narymare. Ja, du nicht. Wenn ich das mal so sagen darf. So haltlos, wie ich bin. So, Calvin Miller. Hallo, lange nicht gesehen. Da wir ja beide Kameraden im Dienste der Schwarznacht sind, könnten wir uns doch dabei helfen, die Bedrohung in der Nähe auszuschalten, oder? Und wir zwei machen daraus gleich einen Wettbewerb, töten in der vorgegebenen Zeit mehr Wanderbriganten, Wanderschurken und Wanderbanditen als ich und ihr habt gewonnen. Watch your back. 10 Minuten, 3 Wanderbriganten, 3... Ja, wow, ist ja echt richtig schwer. Haben mein Leben noch nie eine schwere Aufgabe gesehen, als in 10 Minuten nur Leute zu killen. Kommt mal mit, Jungs. Kommt mal mit, wir machen hier Massenversammlung. Ihr wollt doch alle ein Stück hübsche Dame abhaben. Na, kommt mal mit. Wow, das geht ja echt verdammt schwer los. Die Hälfte des Quests erledigt in einer Minute. Ich muss schon sagen, ich glaube, ich werde an meine Grenzen stoßen mit diesem Quest. So, dann lernen wir erstmal dieses Ding hier. Um das da mitnehmen zu können. Ah, nicht das da. Was ist das denn? Feinst Großhelm. Ist sowieso scheiße, also wir haben mal weg. So, weiter geht's. Hier haben wir noch zwei von denen da. Dann hier mal lang. Go, go, Jungs. Kann ich mitkommen? Was bist du denn? Solange mich keiner umkloppt, ist alles cool. Quest dafür, wow. Das war echt die schwerste Quest, was ich je gemacht habe, ey. Stirbst du bitte jetzt einfach mal Wanderblandi? Hin. So geil, dass der Wander bei dir steht, ist immer eine Frau. Aber okay. Ah, das mit dem Rucksackplatz ist aber auch nervig, ey. 200 würde mich das nächste kosten. Verkauf mal die Ringe, die brauche ich eh nicht. So, was haben wir an unnötigen Krebel? Da haben wir noch das hier und das hier. Ausrüstung, unverkäufliche Quest-Items, Vorräte. Ich habe doch gerade dieses Rattenorgane. Sehr schön, wir tun uns gerade ein paar schöne Schriftrollen zusammensammeln. Hexenwerk-Bandana. Klingt nicht schlecht. Was bist du denn?
kann man nicht zähmen. Schade, sah cool aus. Vulkanechse. Bist du Wanderbrigant? Bitte ins Gesicht, danke. So, nicht, dass wir uns noch verzetteln hier. Ich gehe dir mal schnell wieder zurück und gebe die Quest ab. Ich komme gerade nicht von meinem Drachen runter. Okay, ich hab's. I'm busy. Ich muss zugeben, ihr seid wirklich so gut, wie alle sagen. Ich habe nur die Hälfte in derselben Zeit geschafft. Du bist auch schlecht. Du bist auch blöd. Wie ihr gebraucht habt. Aber immerhin habe ich meinen Stress den letzten Tagen abreagiert und konnte sogar den dummen Fleming Seer helfen, ein paar Sachen zu finden, die er verloren hat. Hat er euch auch um Hilfe gebeten? Sehe ich so aus, als wenn ich irgendwelchen dummen Menschen helfen würde? Ja, stimmt, ich habe gerade dir geholfen, tut mir leid. So. Thomas Jane, Narrowmare, ich möchte, dass ihr uns helft. Ihr seid schließlich Mitglied von Himmelshammer. Tötet für uns Gauzi Ullen. Die haben ein paar Namen, die Jungs, damit er endlich seinen Namen gerecht wird. Hä? Gauzi, Krautzi, achso, Krautzi, verstehe, alles klar. Ich übernehme die anderen Schurken. Es winkt eine großartige Belohnung für euch. Beware of the shadows. Okay. Yes. Sehen die alle gleich aus, oder was? Ich muss Thomas Janes mein... Was? Ich muss Thomas Janes Meinung wegen Flinkfuß Kati, die jetzt das Ziel meiner geheimen Untersuchung ist, widersprechen. Ein altes Paar hat das Risiko auf sich genommen und ist nach Schwarznacht gekommen, um ihre verschollene Tochter Kati zu finden. Sie soll eine schüchterne junge Dame sein, die keiner Fliege was zuleide tun würde. Vor vielen Jahren wurde sie von einem Mann in Schwarz entführt und seither hat niemand mehr etwas von ihr gehört. Vergewaltigt von einem Priester. Ich verstehe nicht, wie es das Schicksal zulassen konnte, dass ein so süßes Mädchen zu so einem blutdürstigen Monster wurde. Aber da mich das ganze, da mich das alte Paar angeheuert hat, so habe ich keine andere Wahl, als herauszufinden, ob dieses Monster wirklich ihre Tochter ist. Ich wollte Informationsagent Barre schicken, aber der Feind hat sich von seiner Verkleidung nicht täuschen lassen. Es wird wahrscheinlich, er wird wahrscheinlich gerade gefoltert. Ich kann nicht riskieren, den Rest der Organisation für einen einzelnen Geheimagenten in Gefahr zu bringen. Nevermeer, könntest ihr zum Mulungu-Vulkan gehen und diesen Agenten für mich retten? May you never fall. Diese Aussage, er wird wahrscheinlich gerade gefoltert. Naja. Das Leben ist hart, gell? Wer bist du? Sorry, but I must attend to another matter. Betty Bruce. Diese verdammten Banditen. Ich habe zahlreiche Söldner zu ihrer Befehlsfestung in Mulungu-Vulkan ausgesandt und ihre Anführer zu ermorden. Aber ich habe nicht erwartet, dass sie von den Nachtassassinen und Barbarenplünderern so brutal ermordet werden, bevor sie überhaupt in die Nähe kommen. Einer konnte entkommen, aber sie hatten ihm die Augen genommen. Ich weiß, dass sie das getan haben, um unsere Moral zu leben, damit wir aufgeben, aber ich kann das nicht auf sich ruhen lassen. Diesmal beabsichtige ich, mehr Söldner zu versammeln, um den Angriff durchzuführen. Und ihr seid einer davon. Ich möchte nicht nur, dass ihr sie einfach tötet, ich möchte, dass ihr ihnen ihre Folterinstrumente abnimmt und sie überall mit sich tragen, egal wohin sie gehen. Egal, da hat bestimmt einer so eine Streckbank bei sich, einfach so in der Hosentasche. Andererseits, ich kann auch 300 Schwerter mit einmal aufnehmen. Wäre gar nicht so unlogisch. Sonst sind hier keine Quests mehr. Nee, aber hier ist ein Laden. Are you an Army veteran? Ah, der ja wahrscheinlich. Also es ist nur so ein Essensladen, aber ich brauche sie essen sowieso nicht, deswegen gebe ich mir ganz kurz Standardheiltrank. Ja, ich behalte die beiden Essenssorten mal. Sonst habe ich hier gar nichts, oder was? Ich bin verwirrt. So. Was ist denn hier los? Wer bist du denn? Vulkanechse, ja. Ah, ne, Krautzi. Ja, das ist Krautzi Ullen, echt jetzt. Was ist denn mit dem Typ los? Hab's mal gesehen. Das ist ein Typ, ey. Bleib doch mal stehen!
Lol. Hab mich etwas überschätzt. Ja, war's das jetzt oder was? Was ist das denn? Von hinten! Woo! Ja, ja, ist klar, wo kommt ihr denn bitte her? Ja, dann. Stirb, 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 eines grausamen Todes. Stirb, 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 eines grausamen Todes. Grausamer Tod. So sieht ihr die Steine halten. Verfehlt. Barbarenblünderer. Boah, der hat, was hat denn der für eine Waffe bitte? Stirb bitte einfach. Genau, vor meiner Nase weg. Da muss doch mal einer sein. Ach hier. Hallo Jungs, was soll der Spaß hier? Bitte sterb doch einfach, Holster. So. Oh, schöner Wald da hinten. Hui! Juhu! Und grad seid du und... Bam in your face. Was war das denn gerade? Irgendwie habe ich gerade Rückwärtssalto oder sowas hingelegt. Ich bin halt einfach super gut drauf hier, ne? Da kannst du nichts machen gegen. Oh, geiler Drache, geiler Drache, geiler Drache. Kann ich? Kann ich? Jawohl, ich kann die Drachen zähmen. Drachen! Geh zurück, Alter! Oh, kann nicht sein. Ihr habt erfolgreich einen Drachen gezähmt. Was ist das für einer? Das ist ein Schädelmasten-Tugenddrache. Sieht auf jeden Fall geil aus. Erinnert mich ein bisschen so an den Warwick aus League of Legends. So. Was? Der Drachen, den ich gerade gezähmt habe, sieht so ein bisschen aus wie so ein Warwick als Drache. Der spackt zumindest genauso durch die Kante mit seinen Klauen. Ja. Was hab ich jetzt an Drachen dabei? Ich hab jetzt... Ach siehst du, ich wollte mal Alt F2. Das ist der normale Drache, gell? Laufgeschwindigkeit 160, Schwimmgeschwindigkeit 180. Wenn ich jetzt Alt F3 mache... Das ist Krummzahl, aber Krummzahl hat genau dieselben Werte. Mit L komme ich ins Drachengehege. Dornschuppen, Wasserdrache, Krummzahn. Genau. Dann würde ich den Dornschuppen, Wasserdrachen mal freilassen. Okay. Dann haben wir jetzt drei Drachen. Wir haben einmal... Ein Schwimmdrachen, ein Flugdrachen und ein Reitdrachen. Hier nehme ich jetzt mal einen Reitdrachen und wir... Guck mal, was wir noch brauchen. Da ist irgendein Boss, sehe ich gerade. Ich glaube, den haben wir schon gekillt, oder? Ja, das ist der Wanderer hier. Boah, Jungs! Gib mir ein bisschen auf Pisser, weil ich sehe ich gar nichts. So geil, dass wir hinter diesem komischen Uli alle seine Tüten Freunde platt gemacht haben und der hat es gar nicht gerafft. Holen wir uns mal. Grau C Uli. Wo stehen die wieder mit? Oh.
Wollte gerade sagen, ich verstehe nicht, wie der mit dem Probleme haben konnte, aber der macht ganz schön Damage, der Junge. Was der für Damage macht? Ich bin bloß übel schlecht, ein bisschen ausweichen mir hier mit dem Spiel, in dem Spiel. Alter, der hat mich wieder angeklopft. Glaubst du nicht? Leben der da hat? Nicht umkloppen! Boah, fuck. Auch noch verfehlt, ey, ich glaub's ja nicht. Ob ich den so down kriege? Das ist natürlich jetzt eine doofe Strategie hier. Aber hier muss ich ja überleben. Ja, nimm mal mehr. Das ist eine ziemlich gute Strategie. Ich würde kein Leben. Und langsam nach und nach. Wo ist Uli? Hab ich den Uli schon gekillt? Ach, der ist schon tot, der Uli. Und ich springe die ganze Zeit so, er wird mich töten. Dann habe ich den Typen längst umgebracht, naja, egal. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Wir haben jetzt ein Jahr der Zauber. Ich muss, glaube ich, mal zur Bank und den ganzen Spaß verkaufen hier. Das ist mir im Kopf. In der Gegend habe ich ja leider keine Verkaufsstation, deswegen muss ich mal ganz zurück. Gab es nicht sowas wie Teleportpunkte oder so? Ich habe jetzt aber eine Teleportrune genutzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na gut, meine lieben Freunde, würde ich gleich hier im Endscreen einfach mal die erste Folge beenden. Wir haben heute einen Wolfsdrachen bekommen, also mal schon hier, siehst du. Und ja, beim nächsten Mal würde ich dann sagen, sehen wir uns wieder und also morgen und bis dahin wünsche ich euch. Tschüss, Arrivederci.